So, Freunde, jetzt sind wir zurück bei den drei Fragezeichen. Und ihr habt ja gesagt, probier doch nochmal jetzt hier das Handy an die Mülleimer anzukleben. Das ist natürlich eine total geniale Idee, weil wir das ja jetzt können, nachdem Ivan jetzt wahrscheinlich nicht aufmerksam ist. Er ist ja abgelenkt hier durch diese Hier ist ganz schön was los. Autogrammstundenaktion. Ganz schön was los, genau. Und jetzt probieren wir es einfach mal. Und das funktioniert nicht. Wieso? Weil wir da den Müll hingelegt haben? Nein. Hier ist ganz. Ja, guck mal. Aber das Handy blockiert mich ja trotzdem noch. Aber also Ivan ist da drin und er wird belagert von den Leuten. Aber er hat auch keine Zeit. Er hat auch keinerlei. Hier ist kein Durchkommen. Ach Bitte so. leih mir dein Handy. Ich Ach verstehe so, dich okay, ja, nicht. das ist immer noch dasselbe. Wir müssen irgendwie ihn einweihen oder wir müssen ja das Handy entsorgen. Und das Einzige, wo es eigentlich ging, war doch der Mülleimer. Aber das ist nicht funktionabel, ne? Und viel interessanter finde ich ja auch, dass er ja anscheinend weiß, dass wir beide betroffen sind von diesem Kontrollgeschichten-Dingens. Heißt ja auch, er müsste ja auch irgendwie daran interessiert sein, die ganze Geschichte hier aufzulösen. Aber dem ist wohl nicht so, ja? Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr interessant. Frei sprechen oder weggehen. Bitte rufen Sie die Polizei. Also, Leute, das müsst ihr jetzt mal euch auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe jetzt hier auf dieses Help-Wanted-Schild geklickt, was ich vorher schon 18 Mal gemacht habe, deswegen habe ich es halt jetzt einfach nicht mehr gemacht. Und obwohl wir jetzt den Stift nicht mehr haben, oder doch, ich weiß es nicht, schreibt er jetzt hier diese Botschaft drauf. Okay. Okay, gut zu wissen. Und dieses Schild habe ich jetzt hier. Die Leute behandeln mich wie Luft. Okay, das muss ich jetzt verschiedenen Leuten zeigen, oder was? Kann ich ihm das auch zeigen? Wir werden hier kaum so lange festsitzen, dass du dir einen Nebenjob suchen musst. Moment, Ah. ich verstehe. Inspiration für mich. Du kannst wirklich gut mit Worten. Ja, so ist das in unserem Business. Botschaften sind uns beiden wichtig. Nicht wahr? Okay. Aber sprechen kann Sieh ich doch mal, jetzt mit Bob. ihm auch nicht. Ich habe Ah. Talent, du hast Talent. Darüber kommunizieren wir mit den Leuten. Aber manchmal ist man so blockiert, dass man sich nicht einmal gegenseitig helfen kann. Ich muss dir etwas gestehen. Ich habe euch spontan eine Signierstunde verschafft. Der Bus wird schon belagert. Ivan ist abgelenkt. Also, ich bin ein Detektiv. Ein Detektiv? Was soll ich sagen? Ich habe nichts verbrochen. Aber kam dir Ivans Verhalten in letzter Zeit nicht verdächtig vor? Kein Wort weiter. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Tu nichts Unüberlegtes. Ich werde bei Ivan die Idee mit dem Signieren als meine ausgeben. Nimm so lange den Bären. Den Bären? Ich dachte, Was wir ist denn mit helfen den uns Bären? gegenseitig. Dazu ist es besser, wenn man uns nicht zusammensieht. Glaub mir. Hä? Den habe ich ihm doch gerade erst gebracht. There's peace of mind. Okay, also wir wollen uns irgendwie gegenseitig helfen. Ich check aber nicht jetzt ganz. Und hier habe ich meine Hallo, Message Bob. und. Ich bin es, der knuffige Eisbär. Ich kann dich nicht hören. Wir hatten ja schon mit flüsternden Puppen zu tun, aber mit sprechenden Eisbären? Wie kommt das? Okay. Er hat Das jetzt erinnert mich in an den. einen Artikel über elektronisches Spielzeug, das aus Datenschutzgründen aus den Kinderzimmern verbannt wurde. Daher ist dieser Bär in Ungnade gefallen. Du bist aber schlau. Oh, ich muss mich um meine Fans kümmern. Ich warne dich, wenn du aufpassen musst. Bye bye. Robin? Keine Antwort. Dabei könnte es zum ersten Mal nützlich sein, dass man mir einen Bären aufgebunden hat. Das ist ja total verrückt, Leute. Das ist ja total crazy Hightech-Spam.
play stuff here. Okay, but what do I have to do now? Achso, da darf ich immer noch nicht hin. Aha, Defense, ja, okay. Wer kommt denn da zu Pferd? Was? Ein Pferdchen? Was steht da? Die Gelegenheit sollte ich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ja, wer ist das denn? Wieder ein Sommer voller Brände. Und wieder ein Hallo? Kampf gegen gnadenlose Flammen. Ja, stimmt. Ihre Augen trügen nicht. Aber meine bei diesem Licht. Also, was starrst du mich so an? Der hat es tatsächlich die Sprache verschlagen. Held Wanted? Teddybär? Ich darf nicht zum Pferd, weil das ist verboten von Ivan. Willst du mein Handy haben? Ist das ein Teamausweis an deinem Shirt? Ich kann den Namen kaum erkennen. Das ist ein Teamausweis. Ich bin hier Mitglied. Hab den Schlüssel für den Haus. Bob Andrews aus Rocky Beach? Ja. Hältst Kennt du mich zum Narren oder warum sprichst du nicht frei heraus? Hä? Er kennt mich, oder was? Ist das dein Ernst? Du kannst mir vertrauen. Du weißt doch, wer ich bin, oder? Du bist Shang-Green. Entschuldige, ich muss vorsichtig sein. Ein neuer Fall der drei Fragezeichen. Ich habe dich als sehr höflich und ein bisschen ernst in Erinnerung. Du wirktest schon damals so erwachsen. Als der grüne Geist sein Unwesen trieb. Mittlerweile interessiere ich mich für die Geschäftswelt. Wein muss nicht nur angebaut, sondern auch verkauft werden. Ich unterstütze Tante Lydia, wenn sie mit den Finanzen ringt. Ja, auch wieder Anekdoten von weit vergessenen Tante Lydia hat mich gebeten, mir ein Bild zu machen. Ständig nutzen Privatautos die Straße durch unsere Weinberge. Was hat dich hierher verschlagen? Ich begleite den Transport eines Hauses. Außerdem ermittle ich wegen einer Diebesbande. Ein Verdächtiger hat Lunte gerochen und überwacht mich. Ständig spüre ich Blicke im Rücken. Ja, ganz genau. Ist nämlich ganz schön tricky. Wie geht es Justus und Peter? Sind sie auch hier? Ach, keine Zeit. Nein, sie haben ewig nichts von mir gehört. Smalltalk. Darum meine dringende Bitte. Kannst du mir dein Handy leihen, damit ich sie anrufe? Na klar. Hier hast du es. Geiler Typ. Geiler Typ. Justus Jonas von den drei Detektiven? Ach, Justus. Ich bin's, Bob. Peter, es ist Bob. Moment. Ich schalte den Verstärker ein. Ich habe nicht viel Zeit. Ich rufe vom Handy eines alten Bekannten an. Chang Green. Chang? Der grüne Geist Chang? Hammer. Deine Mom und Sandler meinten, Rubinsky habe sie angerufen und es gehe dir gut. Und? Geht es dir gut? Rubinsky lässt mich überwachen. Beweise habe ich keine gefunden. Wir stecken mit dem Haus an einem Truckstop fest. Wissen wir. Da Verdant Valley in der Nähe liegt und Chang bei dir ist, bietet es sich an, euch mit Erlaubnis seiner Tante zu geleiten und den Brand zu umfahren. Vorausgesetzt, es sind keine formellen Hürden zu überwinden. Achtung, Bob! Ivan hat die Signierstunde beendet. Er wird nach dir suchen. Was war das? Kollegen, mein Zeitfenster schließt sich. Bleibt mit Chang in Verbindung. Soweit ich mithören konnte, dreht sich alles um den Transport des Hauses. Justus Vorschlag ist nicht schlecht. Was mich angeht, ich bin dabei. Hier, meine Karte. Die kannst du weiterreichen, um alles Nötige zu klären. Na gut. Das machen wir gerne. Und er hilft uns vielleicht auch dann irgendwann früher oder später. Okay, wir müssen, glaube ich, zurück zu Ivan und ihm alles berichten. Dass sie Andrews kennen, habe ich schon verstanden. Kein Störfaktor, eher eine Nervensäge. Was? Nun kommen Sie mir nicht wieder mit Ihren Weisheiten. Die Kekse Ihres Boten hätten Sie sich sparen können. Was meinte er eigentlich? In weisen Worten gebührt der Macht ein Ehrenplatz. Ich mag keine Rätsel. Also, wie lautet das aktuelle Kennwort? Na also, geht doch. Ich melde mich wieder. Andrews, hör auf, dich anzupirschen wie eine Katze. Da liegt schon wieder Müll in der Küche. Ja, Sir. Hol ich mir. Ich habe gute Nachrichten für uns, Mr. Rubinsky. Ja, das ist,
Ach so. Lavender heißt der andere. Ich sage immer Rubinsky zu dem anderen. Ne? Das ist Ivan Rubinsky und der andere ist Lavender. Genau. Hier, check das aus. Nun, Sir, Mr. Rubinsky, Ivan. Als Vertrauensbeweis möchte ich einen Vorschlag machen, wie wir von hier wegkommen. Über diesen Kontakt ließe sich etwas regeln. Wer ist der Knabe? Sein Name kommt mir bekannt vor. Mr. Green ist kein geringerer als der Neffe der Besitzerin vom Weingut Verdant Valley und kann helfen. Vielleicht erwischen Sie ihn noch. Asiatischer Einschlag, Pferd, Landstraße. Stell nichts Dummes an, während ich weg bin. Und kümmere dich um den Müll. Okay, also er haut ab. Rubinskys Gesprächspartner hat im Telefonat ein Kennwort verraten, das er eigentlich über chiffrierte Mitteilungen aus Glückskeksen übermitteln wollte. Das Rätsel ist ja kein Problem. Sollte sich knacken lassen. Ja, das knacken wäre wie die Glückskekse. Glückskeksen. Ihre Sprüche machen dann keinen Sinn. Warum haben einige Buchstaben unterschiedliche Farben? Warum haben einige Buchstaben unterschiedliche Farben? Ich weiß es nicht, nimm es halt mit. Ich glaube, mich das nicht mitnehmen lässt einfach. Unterschiedliche Farben. Bob, ich weiß es nicht. Wir müssen es erst einsammeln und dann können wir uns das angucken. Aber ach so, er muss erst raus, ja. Okay, du gehst ciao. Nirgendwo hin. What? Aber. Ich muss doch sehr bitten. Dann mache ich alles unordentlich. Warum haben einige... Er nimmt es nicht. Er nimmt es nicht. Ich bin eingesperrt. Oh mein Gott, was? Okay. Das habe ich jetzt vorher... Vorher muss ich dieses Buch aufheben, damit ich das Rätsel mit den... Gebührt der Macht ein Ehrenplatz. Also, blau, ausgeglichenheit, gelb, gold, rot, grün, rosa, violett. In weisen Worten gebührt der Macht ein Ehrenplatz. Ein Countdown. nur mit den... kann man die viele gesehen mit den eigenen Augen. Mit den anderen? Nur mit den... Ah, nee. Das mit den Augen des Gegners. Der mit den Augen der anderen. Anderen. Wenn man jetzt noch deutsche Rechtschreibung könnte. Anderen. So. Easy. Ah? Was? Du musst den... Bevor du Durst hast. Du musst den Hunger, oder was? Du musst den, bevor du Durst hast. Ein Komma? Ein Komma? Du musst den anderen, oder was? Nee. Ach, das B ist fertig. Ach so. Den Brunnen. Okay, ja, Brunnen. Ach so, das ist schon fest, okay. Nein, den N brauchen wir hier. Genau, und ein E. Das ist ein anderes E, klar. So, oder? Graben. So, du musst den Brunnen graben, bevor du Durst hast. Ist das so? Jetzt habe ich ein E freigeschaltet. Das ist interessant, das ist 14 Mal der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Ja, was haben wir? Ah ja, das ist echt. Das ist doch ein. Sekt. So. Lächeln. Der kürzeste zwischen mir und Mick ist. So, ist ein Lächeln.
Da sind ganz, das sind lauter weise Sprüche aus den er von so Glückskeksen, ne? So, vom Reden wird, ne? Was wird weich, ne? Irgendwas wird weich vom Reden. Wird ab. Ne, oder? Das ist, hier muss hier hin. Und das muss hier hin. So. So. Gut. Wird Reis, Reis nicht weich. Vom Reden wird Reis nicht weich. Das ist ein ganz bekanntes chinesisches, asiatisches Sprichwort. Ne? Vom Reden wird Reis nicht weich. Kennt ihr das nicht? Ne? So D. Der. Achso, das E. Das passt schon. Das R. Entschuldigung. So. Quelle. Also anderes E. Gedenke der. Hä? Achso, ein U. Entschuldigung. Entschuldigung. Natürlich das UE. Gedenke der Quelle, wenn du trinkst. Ich gedenke immer der Quelle. Also ich find 14 schon ein bisschen viel, ja? Ein großer Mensch ist, wer sein. An anderen Dings. Wer ist das? Kind. Kinder. So. Jetzt wollte ich nochmal vorlesen. Also ein großer Mensch ist schwer. Sein Kinderherz. Vergisst, ihr wisst das. Das Gesicht des Menschen. Erkennst du? Natürlich, ne? Du? Ne? Seinem Charakter im Dunkeln. Das Gesicht des Menschen. Erkennst du? Leicht? Nein. Hier? Nein. Erst? Bei? Ah ja, bei Licht. Ah ja. Also genial. So, bei Licht. Doch Licht habe ich nicht. Muss ich erst umtauschen. Sein Charakter im Dunkeln. Ja, da muss er erst beleuchtet werden. Ja, dann geht das. Ja, das zieht sich hier so durch. Selbst der. Der strömte hoch. Fängt unten an. Ah ja, vielleicht der Höchste. Etwas ist das Höchste. So. Vielleicht der höchste Strom? Wer weiß. Oder vielleicht. So. Sturm. Turm. Der höchste Turm. Fängt von unten an. Ein H. Aber ist es dann fertig, das Rätsel? Ist die Frage, ne? Jächeln ist die charmanteste Art, den. Die Zähne zu zeigen. Der. Ziege. Ziege finde ich schon gut. Und ist das fertig? So. So, Zähne. Also, sorry, dahin. So. Warte. Das ist doch fertig, oder? Gegner. Achso, das ist schon. Manchmal ist die Farbe so ein bisschen undurchsichtig, dann weiß ich eben nicht, welcher Buchstabe welcher gemeint ist. Dann muss man es immer so hin und her tauschen. Ne? Kennt er ja alles, ne? Gut, nicht der Wind, sondern der Dings bestimmt die Richtung, ne? Der andere. Der andere bestimmt die Richtung, wisst ihr ja. Welches E nehmen wir? Gelb? Ja, gelb war richtig. Das Gelb kommt hier hin. Sondern das AS. So, das Geles, natürlich. Das Geles. So, Segle. Selge. Selek. Das gute alte Selek. Hist das Selek. Das machen wir jetzt noch fertig, oder? Ich hätte schon gedacht, ob wir es schneiden, aber komm. Machen wir doch mal schnell. Fertig. Verwandle große Winterkekse in kleine und gar keine.
Na, es muss ein Ereignis sein. Oder? Aber ich dachte, es wäre ein Ereignis. Können wir irgendwas tauschen? So. Sei. Ja. Ich bin noch nicht richtig. Das ist richtig. Also der hier. Achso. Ist das ein I? Nee. Ist das ein E? Ein C? Ein H? So. Schwierigkeiten. Das ist ja einfach. Ja, manchmal muss man bloß schon ein bisschen rumtricksen. Manchmal muss man ein bisschen rumtricksen. Aber dann geht's eigentlich voll. Das ist halt auch so ein Ding, wo man. Es hat nur. Das dauert halt ein bisschen. Achso, wir haben ja Zeitdruck, ne? 42 Sekunden haben wir noch. Für drei. Das sollten wir schaffen. Ach nee, wir haben pro Dings 2 Minuten. Ah. Höckenrinstelzen können dir mehr über den Weg erzählen als Hasen. Ja, da bin ich mir sicher, dass die Höckenrinstelzen das können. Aber wer sind diese Höckenrinstelzen? Ja, das ist die Frage. Locken, Glocken, Röcken? Die? S? Stock, Stock? Socken? Schrecken? Mit Öl. Wie gibt's denn das Hasen? Schildkröten. Achso, weil sie länger brauchen, ne? So eine Schildkröte. Die ist natürlich langsam und ist natürlich langsamer. Und die Schildkröte kriegt halt mehr mit. Das ist wie wenn man mit dem Zug fährt, ne? Kann man auch ein bisschen Natur besichtigen. Dagegen, wenn ich fliege, rast das alles an mir vorbei. Ich bin aber auch schneller da, ne? Muss man auch sagen. Schneller da zu sein hat auch seinen Reiz. Ruferin, Mann, Türnuf. Ja? Wer fragt, ist ein. Wer nicht fragt, bleibt ein Narr für immer. Wer fragt, ist ein. Ja, was ist er denn? Ein Mann? Nein, ein Narr? So. Wer fragt, ist ein Narr? Ein. Mit F. Hun? Nee. E, R, T, F. Nee, was soll kann das hier sein? Da bin ich jetzt gerade. Nee, das kann nicht sein. Für. 5. Nein. Im? Ach so. Mir? Im? Nee. Immer? Nur? Hm? Für? Ja, für. Narr für 5 Minuten. Ach so. Wer fragt, ist ein Narr für 5 Minuten? Wer nicht fragt, ist ein Narr für immer. Ah. Das sind ja sehr krasse Weisheiten, die uns hier so weit, so dargeboten werden. Wie passen nun die goldenen Buchstaben zur letzten Weisheit? Ich weiß es noch nicht. Zeig her, was du hast. Wenn der Scharfsichtige die Weite spannt, fragt die Maus nicht nach dem Weg. Wenigers Schadl. Wenn der Scharfsichtige die Weite spannt, fragt die Maus nicht nach dem Weg. Was mit einem Adler-Dings? Da ein I. Ich bin gerade nicht so sicher, Leute. Adi.
Nee, was kann, macht denn da Sinn? Adresse? Nee. Adresse? Was kann da hinkommen? Ach so, Adler. Schwinge. Ja, das ist natürlich sinnvoll. Ja. Der Scharfsichtige ist natürlich der Adler, ne? Und der spannt seine Schwingen. Das Passwort ist wohl Adlerschwinge. Die Frage ist nur, das Passwort für was? Lautet also Adlerschwinge. Aber für was? Von wem stammt es? Wann kommt es zum Einsatz? Ja. Wen hatte Rubinsky am Hörer? Aber zurück zu den Keksen. Okay. Ich dachte, wir sind fertig mit Kekse, Leute. Genug.